Theo will Geschwister haben. Und wenn du jetzt sterben musst? Theo hat die schlimmsten Befürchtungen. Papa hat eine dicke, fette Erkältung. Und wenn Mama dann auch stirbt? Fragt er weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. Keiner stirbt hier, sagt Papa und zieht geräuschvoll die Nase hoch. Doch, alle sterben irgendwann und ich bin dann ganz alleine. Beleidigt presst Theo die Lippen aufeinander. Von einem Schnupfen stirbt man noch lange nicht. Wieder zieht Papa die Nase hoch. Er hat einen dicken Schal um den Hals gewickelt. Immerhin ist er aber wieder auf den Beinen. Und Mama sah auch schon mal besser aus. Ihr läuft die Nase und ständig muss sie niesen. Theo passt das überhaupt nicht, dass alle schlapp machen. Wer soll sich um ihn kümmern, wenn alle tot sind? Opa und Oma sind auch schon alt und sterben bald, schnieft er, und ich bin dann ganz alleine. Opa und Oma überleben uns alle. Uns alle, das sage ich dir. Papa schneuzt sich in ein Taschentuch. Und morgen sind Mama und ich wieder fit wie ein Turnschuh. Du bist nicht alleine. Doch. Ihr seid ja 1000 Große gegen einen Ich. Theo zeigt auf sich selbst. Seit Tagen schon will er Mama und Papa davon überzeugen, dass er dringend Geschwister braucht. Nicht nur, weil er ganz alleine wäre, wenn alle sterben. Er hat's einfach satt, das einzige Kind zu sein. Beim Frühstück, beim Abendbrot, beim Spaziergang, beim Eisessen. Immer heißt es, Theo, pass auf, Theo, tu dies oder das, Theo, das kleckert, Theo, Theo. Theo kann seinen eigenen Namen schon nicht mehr hören. Er kommt aus Omas, Opas, Papas und Mamas Mund. Theo hier, Theo da. Niki, Nina, Leo, Lara, es gibt doch so viele Namen für neue Geschwister. Ich will, dass es hier noch mehr Kinder gibt, fordert Theo. Ich will Schwestern und Brüder. Papa verschluckt sich an seinem Erkältungstee. Ach, gleich mehrere? Ja, bis mein Zimmer voll ist. Da würdest du dich aber umschauen. Ah, dann wird's mir viel besser gehen mit Geschwistern. So wie Nico. Der hat sogar eine neue Schwester bekommen. Einfach so, ohne zu fragen. Mit Geschwistern muss man teilen. Ist dir das klar? Fragt Papa. Klar ist das klar. Theo baut sich vor Papa auf. Mit Geschwistern bin ich viel froher. Ah, du bist fröhlicher, wenn du die Hälfte der Schokolade abgeben musst? Theo nickt. Und wenn was kaputt geht, dann teile ich das aber auch. Das ist nämlich das Schlimmste für Theo. Sobald etwas kaputt ist oder unauffindbar, schmutzig, zerkratzt oder befleckt, immer war es Theo. Das denken Mama und Papa jedenfalls. Theo, hast du schon wieder die Schokocreme auf das Sofa geschmiert? Fragten sie dann. Theo, hast du den Teller zerbrochen, die CD zerkratzt, den Dreck im Treppenhaus verteilt? Immer war es Theo. Das stinkt ihm, bis über beide Ohren. Und wenn ich das einzige Kind hier bin, bin ich immer an allem schuld, sagt Theo. Ja, wenn du es aber doch warst, sagt Papa. Es sollen aber auch mal die Geschwister was Schlechtes machen, fordert Theo. Warum immer ich? Du musst doch gar nichts Schlechtes machen, schlägt Papa vor. Eben, das können meine Brüder und Schwestern doch auch mal machen. Papa schüttelt den Kopf. Deine Logik verstehe ich nicht so ganz. Immer muss ich alles alleine machen, sogar den Dreck. Niemand versteht ihn, findet Theo. Plötzlich fühlt er sich einsam wie ein Wasserfloh unter lauter Fischen oder wie eine Maus unter vielen Katzen. Ach, du hast so viele Freunde, sagt Papa. Du kannst sie immer mitbringen. Und dann könnt ihr ja Geschwister spielen. Das ist endlich mal ein Lichtblick, findet Theo. Er darf sich seine Brüder und Schwestern mit nach Hause bringen. Jeden Tag? Papa brummt irgendwas. Jeden Tag? Von mir aus jeden Tag. Über diesen Satz muss Theo lange nachdenken. Das ist Oskar, mein Bruder. Theo legt den Arm um Oskar, damit Mama sehen kann, dass sie Blutsbrüder sind. Oskar kommt heute mit zu uns nach Hause. Oskars Mutter hat nichts dagegen. Oskar ist auch dein Sohn,
erklärt Theo Mama. Wenn jetzt was weg oder schmutzig ist, dann war's vielleicht Oskar. Ich mach nichts schmutzig, verkündigt Oskar. Aber es kann ja sein, dass du es warst, sagt Theo. Mach ich aber nicht, sagt Oskar und trottet neben Theo und Mama her. Sie laufen nach Hause. Aber Hunger habe ich, sagt Oskar. Gibt's Mittagessen? Mama kocht dir dein Lieblingsessen, verspricht Theo, bevor Mama überhaupt antworten kann. Tatsächlich kocht Mama Oskar den Schokoladenpudding, den er sich wünscht. Theo hat sich unterdessen die Hände gewaschen und lauter Dreckspatzen im Badezimmer an den Kacheln hinterlassen. Er findet, dass Oskar für den Schokopudding auch die Dreckspatzen übernehmen kann. Gerade ruft Mama wieder Theodor. Kannst du mal sagen, dass du es warst? Flüstert Theo seinem Freund zu. Das will Oskar aber nicht. Stattdessen fragt er Mama, kann ich hier auch Abendbrot kriegen? Oskar bleibt zum Abendessen und isst für drei. Theo findet, dass Oskar kein so richtig toller Bruder ist. Er hätte ruhig Theos Dreck machen können. Morgen will er sich eine Schwester nach Hause einladen. Das ist Lotti. Sie ist meine Schwester, sagt Theo zu Papa, als er ihn am nächsten Tag abholt. Lottis Mama hat nichts dagegen, dass Lotti heute Theos Schwester ist. Lotti kann reden, wie ein Wasserfall. Schon auf dem Heimweg bereut Theo ein bisschen, dass er sich ausgerechnet Lotti ausgesucht hat. Die schnattert und schnattert den ganzen Weg nach Hause lang. Papa macht ein gequältes Gesicht und Theo fährt schließlich mit seinem Fahrrad voraus, weil es einfach nicht mehr aushält. So eine Schwester ist anstrengend, findet er. Zu Hause wird das auch nicht besser. Man kann überhaupt nicht spielen mit Lotti, findet Theo. Sie will auch nicht seinen Dreck gemacht haben und sie wirft nicht freiwillig Theos Schuhe in den Gang. Mit ihr kann Theo wirklich überhaupt nichts anfangen. Können wir Lotti nach Hause bringen? Flüstert der Papa zu. Das ist keine gute Schwester. Aber Lottis Mama ist nicht erreichbar und außerdem will Lotti gar nicht nach Hause. Sie findet's toll bei Theo, besonders Papa findet sie toll. Schließlich sitzen Papa und Lotti im Wohnzimmer und spielen dort Mensch, ärgere dich nicht. Das fühlt sich wenigstens ein bisschen nach Schwester an, findet Theo. Morgen will er sich aber wieder einen Bruder einladen. Opa, das ist Ben, stellt Theo seinen neuen Bruder vor. Er ist heute mein Bruder. Ziemlich groß, dein Bruder, sagt Opa. Ben ist eigentlich Nikos ältester Bruder und schon in der 4. Klasse. Was Opa nicht weiß, Theo hat Ben versprochen, dass er an Papas Computer spielen darf. Nur deshalb kommt Ben überhaupt mit. Heute trifft sich's gut, denn Papa ist nicht da. Passwort? Ben hatte sich auf Papas Schreibtischstuhl bequem gemacht. Passwort? Theo weiß nicht, was das ist. Na, irgend so ein geheimes Wort, das man eingeben muss, um den Computer nutzen zu können. Daran hat Theo nicht gedacht. Gib mal Theo ein, sagt er. Oder Mama. Sehr originell. Geht aber nicht. Ben rutscht ungeduldig auf dem Stuhl hin und her. Probier mal Schokolade. Schlägt Theo vor. Das mag Papa. Na, oder Bier. Geht nicht. Noch eine Idee? Roulade vielleicht? Klappt nicht. Alte Kackbratze? Geht das? Ben kichert, aber Kackbratze geht auch nicht. Theo fallen noch viele tolle Passwörter ein, aber keins passt. Unser neuer Bruder hat leider keine Geduld. Ben verschwindet und Theo sitzt wieder ohne Geschwister da. Das einzig Gute ist, dass Ben die Erde unter seinem Schuh im ganzen Treppenhaus verteilt, bevor er aus dem Haus läuft. Endlich Schmutz, der nicht von mir ist, denkt Theo. Damit ist er schon ganz zufrieden. Als nächstes nimmt er sich vor, eine richtig große Schwester zu finden. Es ist nicht einfach, aber Theo schafft das. Auch wenn es 3 Tage dauert. Die Schwester eines Mädchens aus dem Kindergarten hat eine Freundin. Und die hat eine Cousine mit großer Schwester. Na, und die will kommen. Es klingelt. Oma öffnet. Hallo,
Ich bin Jenny, die Babysitterin. Oma ist baff. Ich soll heute kommen, bat Jenny mit den Glitzerohrringen und den langen blonden Haaren. Theo nickt eifrig. Jenny gefällt ihm. Sieht aus wie ein Fernsehstar, findet er. Genau so hat er sich seine große Schwester vorgestellt. Mama und Papa haben mir eine große Schwester bestellt, lügt er. Na, wenn das so ist. Oma ist verdutzt, lässt Jenny aber eintreten. Die große Schwester ist toll. Ach, du bist aber ein Süßer, flötet sie und folgt Theo ins Kinderzimmer. Sie macht zwar keinen Dreck, aber sie spielt mit Theo, was immer er möchte. Und wenn sie noch ein bisschen was Schlechtes machen würde, wäre es genau die Schwester, die sich Theo wünscht. Sie hat nur einen Fehler, wie sich leider bald herausstellt. Sie will Geld. Sie will tatsächlich bezahlt werden fürs Schwestersein. Ich nehme 9 Euro die Stunde, erzählt Jenny mit den Glitzerohrringen der Oma. 9 Euro? Oma fällt aus allen Wolken. 9 Euro die Stunde? 18 Euro für 2 Stunden spielen? Sie kann es kaum fassen. Du wirst deine Schwester mit deinem eigenen Geld bezahlen. Aus deinem Sparschwein, schimpft Mama später. Aber wir müssen gar nichts. Du hast keine Geschwister, du bist unser einziges Kind. Das ist nun mal so. Und wenn du dir Schwestern kaufen willst, dann gefälligst von deinem Geld. Mama schnaubt. Sie hält die Hand auf. Sie will die 18 Euro zurück, die Oma der Jenny in die Hand gedrückt hat und die Mama Oma anschließend zurückgezahlt hat. Los, 18 Euro, bitte. Was bleibt Theo übrig? Das mit den 18 Euro hat er sich selbst eingebrockt. Er leert den Bauch seines Sparelefanten, bis Mama sagt, stopp, das reicht. Die 2 Münzen, die übrig sind, klingen ganz verloren im Sparelefantenbauch. Geschwister kaufen will Theo in Zukunft auch nicht mehr. Aber Geschwister tauschen, das geht vielleicht, findet Theo. Sein bester Freund Nico hat eine kleine Schwester, die noch ganz neu ist und die er nicht mehr braucht. Er hat nämlich schon 2 Geschwister. Und da die Schwester noch klein ist, ist sie bestimmt auch nicht zu teuer zum Tauschen, überlegt Theo. Sie kann ja noch nicht mal laufen. Das Gummischwert und den Holzschild soll Nico für seine kleine Schwester bekommen. Und das Weltraumauto mit dem Astronauten, verlangt Nico. Paula ist nämlich sehr süß, sagt er und beteuert. Sie macht auch wirklich viel eigenen Schmutz und Lärm. Das kann allerdings noch dauern, bis Paula eigenen Schmutz und Lärm macht, denn sie schläft. Sie schläft in ihrem Kinderwagen in Nikos Hof. Nikos Mama hat sie dort hingestellt, damit sie frische Luft bekommt, während sie schläft. Eigentlich ist das eine günstige Gelegenheit, finden Nico und Theo. Heimlich schieben sie den Kinderwagen aus der Ausfahrt, die 100 Meter bis vor Theos Haus und durch die Hofeinfahrt bis in Theos Hof zu den Mülltonnen. Hier kann Paula schlafen, bis sie nicht mehr will und aufwacht. So lange spielen Nico und Theo mit dem Schwert und dem Schild. Sie sind 2 Ritter im Kampf um die Welt. Sie verschanzen sich unter Theos Bett und zwingen das Böse, den schwarzen Ritter, gemeinsam in die Knie. Sie spielen und spielen und spielen und vergessen Paula. Aber Paula lässt sich nicht vergessen. Paula brüllt, wenn sie wach wird und will dann ihre Flasche. Auch das hören die beiden Ritter nicht. Doch das Brüllen kommt näher, immer näher, bis die Tür aufgeht und Mama dasteht mit einer heulenden Paula auf dem Arm. Theodor, was macht Paula neben unserer Mülltonne? Mama wippt ein bisschen mit den Knien, damit sich Paula etwas beruhigt. Paulas Kopf sieht aus wie eine Riesentomate. So rot ist er. Und die Tränen spritzen in alle Richtungen. Mir fällt Ritter Theo im Moment nicht ein. Ist das vielleicht wieder eine Schwester von dir? Ich habe sie Nico abgetauscht, gibt Theo zu. Theos Mama hat genug von allen Brüdern und Schwestern. Und Nikos Mama ist sauer, weil sie Paula überhaupt nicht abtauschen will. Nicht mal für Geld. Theo hat jetzt erst mal 1 Woche Geschwisterverbot, weil Paula etwas Schlimmes hätte passieren können.
im Wagen bei den Mülltonnen. Theo hockt also erneut ohne Geschwister am Abendbrottisch. Mama und Papa sitzen ihm wie immer im Doppelpack gegenüber. Also, sagt Papa und räuspert sich. Also, wiederholt er, wir haben uns überlegt, fährt Mama fort, dass ich Geschwister kriege? Innerlich macht Theo einen Luftsprung. Er hat's geschafft. Nicht ganz, sagt Mama. Aber in den nächsten Ferien darfst du ins Ferienlager. Was ist das denn? Fragt Theo. Urlaub, nur für Kinder, sagt Papa. Ohne Eltern. Und Geschwister? Fragt Theo. Im Ferienlager hast du jede Menge Brüder und Schwestern, erklärt Mama und lächelt zufrieden.